Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Melvor Idol. Wir spielen das hier im Standardmodus. Wie sollen wir dich nehmen? Nennen? So, Einführungsinsel, dein persönlicher Ratgeber für Melvor Idol. Aufgabe, Überlebensaufgabe. Holzfällerei ist eine einfache Fertigkeit, bei welcher du Scheite erhältst, aus denen du verschiedene Waffen und Gegenstände herstellen kannst. Es ist möglich, beim Holzfällen ein Vogelnest zu finden, in welchem sich Samen für Landwirtschaft befinden. Fälle drei normale Bäume. Holzfällerei? Fertigkeitsstufe, aktuelle Axt, Bronze-Axt. Fällen normaler Baum. Ah, okay. Und wir bekommen hier 10 Erfahrungspunkte jeweils, oder? Einführungsaufgabe abgeschlossen. Kehr zur Einführungsinsel zurück, um deine Belohnung zu erhalten. Bereit zum Einfordern. Einfordern. Das nächste ist Funkenschlagen. Bietet den weiteren Verlauf des Spiels Boni für andere Fähigkeiten. Holzfällerei ist nun Stufe 2. Wir können hier verbrennen. Wähle deine Scheite, normale Scheite. Verbrennen. Okay. Auch das können wir. Das nächste ist Fischen. Im flachen Ufer Schrapnellfluss, Graben der Verzweiflung, Lemvor Pier. Offene Wasser, einsamer Ozean. Wir können hier nur eine rohe Garnele fischen. Funktioniert alle 4 bis 8 Sekunden, oder? 2 rohe Garnelen müssen wir noch fangen. Schauen wir mal, hier haben wir die Einführungsinsel. Ein Laden, Bank, Kampfstufe 3. Das hier ist alles gesperrt noch. Holzfällerei, Fischen, Funken schlagen. Das haben wir schon gelernt. Da gibt es wahnsinnig viele Fähigkeiten, verschiedene. Okay, wir haben die rohen Garnelen. Das nächste ist Kochen. Koche 3 Garnelen. Rezept zum Kochen. Eine Garnele. Das verleiht 5 Fertigkeit EP. 2 Meisterungs-EP. Okay. Aktives Kochen? Was heißt das? Was ist dann passives Kochen? Keine Ahnung. Wird sich noch zeigen. So, Bergbau ist das nächste. Baue 3 Kupfererze ab und 3 Zinnerze. Abbauen Kupfer. So, dann haben wir unsere 3. Und dann bauen wir jetzt noch Zinn ab. Da sind wir auf Stufe 2 von 99. 1 von 99, also da ist noch viel Platz nach oben. Das nächste ist Schmieden. Verhütte 3 Bronzebahnen und schmiede einen Bronzedolch. Wir müssen jetzt hier irgendwo den Gegenstand. Ah, hier. Bronzebahn, okay. Herstellen. Benötigt Kupfererz und Zinnerz. Wir haben kein Kupfererz mehr. Aber wir haben jetzt mal 3 Bronzebahnen verhüttet. Und jetzt müssen wir daraus einen Bronzedolch herstellen. Sehr gut.
Das nächste, Bank. Waffen, Rüstzeug und Essen können von der Bank aus ausgerüstet werden. Probier es aus, damit du für den Kampf gerüstet bist. So, dann gehen wir zur Bank. Rüste einen Bronzedolch aus. Waffe ausrüsten. Und rüste 3 Garnelen aus. Wir haben 8. Alle 8 ausgerüstet. So, versuche eines der vielen einzigartigen Monster Melvors zu töten. Töte 2 Pflanzen. Okay. Offline-Kampf. Das lassen wir mal. Wir töten jetzt 2 Pflanzen. Kampfgebiete ansehen. Goblindorf. Ländereien. Und wir kämpfen gegen eine Pflanze. Ah. Okay, wir haben verfehlt. Nochmal. Zack. 2 Pflanzen sind erlegt. Jetzt soll ich im Bergbau. Lass es uns nochmal was machen. Lass es uns nun mit einem anderen Kampfstil versuchen. Fernkampf. Für diesen benötigst du einen Bogen und einige Pfeile. Sammle ein paar einfache Ressourcen, damit wir mit der Munition anfangen können. Wir brauchen jetzt mal Kupfererz. Und Zinnerz wieder. Die Frage ist, bei den Fertigkeitsstufen, geht das dann schneller oder können wir bessere Sachen machen? Ich weiß es nicht. So, wir brauchen jetzt Pfeilspitzen. Erstmal sollen wir wieder Bronzebahnen herstellen. Bergbau ist jetzt Stufe 3, sehr cool. So, Bronzebahn ist erledigt. Und jetzt sollen wir Bronze-Pfeilspitzen machen. Und zwar 30 Stück. Ach so, 15. Okay. Perfekt. Nun kannst du mit dem Herstellungsprozess der Pfeile beginnen. Für diesen benötigst du Federn, also kauf dir ein paar im Laden, bevor es weitergeht. Wir brauchen Federn. Wow. Materialien. Federn. So, 29 brauchen wir noch. Zack, kaufen. Perfekt. Pfeile werden dann mit Hilfe von Bognerei hergestellt und für ihre Herstellung benötigst du Pfeilschäfte, spitzenlose Pfeile und Pfeilspitzen zusätzlich zu den Federn. Ein normales Scheit. Er gibt mindestens 15 Pfeilschäfte. Diese Anzahl steigt mit besseren Scheiten von Holzfällerei. So, wir brauchen Pfeilschäfte. Wir haben nicht die nötigen Materialien. Uns fehlt Holz. Wir brauchen normales Holz. Dann können wir wieder zur Bognerei gehen. Warten wir noch ein bisschen. Okay. Starten wir mal. So, 30. Dann brauchen wir spitzenlose Pfeile. Und wir brauchen Bronzepfeile. Dazu haben wir alles Nötige. Tada! Okay, es ist Zeit, deinen Bogen herzustellen. Dafür benötigen wir eine Bogensehne. Diese kann neben vielen anderen Materialien und Upgrades im Laden gekauft werden. Eine brauchen wir. Materialien, Bogensehne. Zack. Perfekt.
Der letzte Schritt ist die Herstellung eines normalen Kurzbogens. Stelle dafür zuerst einen normalen Kurzbogen U. Was heißt das? Und dann den wunderschön bespannten normalen Kurzbogen her. Ich weiß nicht, was das U hier bedeuten soll. Okay. Auf jeden Fall, für den normalen Kurzbogen brauchen wir dieses U und die Bogensehne. Das haben wir alles. Zack. Und es ist Zeit, die neuen Gegenstände auszurüsten. Dies tust du wie zuvor über die Bank. Die Waffe ausrüsten und die Pfeile ausrüsten. Perfekt. Und wir können deinen neuen Bogen, deine Pfeile ausprobieren. Töte mit Hilfe vom Fernkampf ein paar Hühner. Hier. Zwei Hühner. Na? Zack. Ein Huhn ist Geschichte. Können manuell essen. Jetzt haben wir erstmal die Aufgabe abgeschlossen. Eine weitere Herangehensweise für den Kampf ist die Nutzung von Magie. Magie-Kampfzauber nutzen viele verschiedene Arten von Runen, welche mit Hilfe der Runenfertigung hergestellt werden. Für die Herstellung aller Runen wird Runenessenz benötigt, die du mit Hilfe vom Bergbau abbauen kannst. Bevor wir weitermachen, solltest du dich also darum kümmern. Vier brauchen wir noch. Zwei, dann haben wir auch das erledigt. Hier stellst du alle Runen her, die für die Magie-Kampfzauber benötigt werden, bei der Runenfertigung. 5 Luftrunen und 5 Geistesrunen. 1. So. Und weiter geht's mit Geistesrunen. So, die Benutzung von Zaubern setzt eine ausgerüstete Magiewaffe voraus. Zum Glück haben wir dir schon eine gegeben. Rüste sie aus, um Magie im Kampf zu benutzen. Ein Zauberstab ausrüsten. Zeit, einen neuen Zauber... deine neuen Zauber auszuprobieren. Besiege einen Goblin mit einem Kampfzauber. Zauber kannst du im Kampfbildschirm auswählen. Ein Goblin. Angriffsstil Magie. Zauber kannst du im Kampfbildschirm auswählen. Meine Runen. Ausrüstung. Ich sollte was essen. Ja. So, zuletzt gibt es die Landwirtschaft. Du kannst Samen anpflanzen, aus denen mit der Zeit verschiedene Nutzpflanzen, Kräuter oder Bäume heranwachsen. Die Pflanzen wachsen nebenbei weiter. Du kannst währenddessen also eine andere Fertigkeit trainieren. Es besteht eine Chance von 50%, dass Pflanzen sterben. Oh, da geht's weiter. Der kämpft weiter. Es sei denn, du benutzt Kompost. Hol dir welchen im Laden. So, Kompost 1. Nö, machen wir das gleich hier wieder. Ups. 5 Stück. Kompost. Schweineteuer. Deine Bank ist voll. Kann ich verkaufen. Okay, hier sieht man es 11 von 12.
Wie gesagt, 5-mal Kompost. Ach so, einfordern. So. Pflanze die Kartoffelsamen an, die wir dir gegeben haben. Für Nutzpflanzenparzellen werden 3 Samen einer Sorte benötigt. Die Nutzung von Kompost auf deinen Parzellen ist empfohlen, aber nicht dringend notwendig, wenn du meinst, dass das Glück auf deiner Seite steht. Pflanzen haben auch Gefühle, weißt du? Wir sollen 3 Kartoffelsamen anpflanzen. Kartoffelsamen. Pflanzen. Okay. Und das wächst jetzt hier mit der Zeit. So, wir haben die Einführungsinsel abgeschlossen. Die Einführung ist vorüber, ab jetzt liegt es an dir. Geh und beginne deine große Reise in Melvor Idol. Puh. So. Wir könnten jetzt erstmal ein wenig fischen, damit wir uns dann Heiltränke oder ja, Heilgarnelen herstellen können. Was haben wir hier? Quick Equip Menü. Beschwörungssynergie Suche ansehen. Meilensteine für diese Fertigkeit ansehen. Freischaltbar für Gegenstand Meisterung ansehen. Meisterung Freischaltungen. Aha, und ab Level 5 kann man auch rohe Sardinen hier freischalten. Wir sind jetzt allerdings immer noch Fertigkeitsstufe 1. Fischen ist inaktiv, warum? Jawohl, jetzt sind wir Stufe 2. Sind wir hier. Unsere Bank ist wieder mal voll. Vier Dolche, was machen wir mit 4 Dolchen? Verkaufen wir gleich alles hier. Zack. Ein Topaz verkaufen wir auch mal. Bei der Landwirtschaft könnten wir Poststufe. Lebenspunkte haben wir ja nicht. Sollten wir vielleicht hier wieder jetzt klicken wir mal auf passives Kochen. Du musst aktiv kochen, um mit dem passiven Kochen beginnen zu können. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das heißen mag. Wir sollten sehr einfach Kampfstufe 2. Da können wir uns die Beute ansehen, was der so dabei haben kann. Wir sollten vielleicht mal hier ein bisschen paar Plätzchen dazu kaufen. Weiß ich noch nicht, wie das funktionieren kann. Ha!
Okay. Jetzt haben wir mehr Bankplatz. 10 von 17. So. Wir haben zu wenig Standardrunen. Unser Problem ist, dass wir immer noch mit Magie angreifen. Außerdem sind wir wieder gestorben. Sehr schön. Wie kann ich jetzt Monsterbeute weglaufen? Weglaufen wäre dann auch wieder ganz gut. Berserker-Auftrag. Leicht. Mit 300 Hitpoints weglaufen. Kampfstufe 1. Kampfstufe 1 ist immer noch gut. Also bei der Bank kann ich Sachen ausrüsten, hat es geheißen. Aber ich habe das ganze Zeug doch schon ausgerüstet. Oder oder etwa nicht. Wir haben hier auch nur einen Kurzbogen. Kann das sein, dass ich mein einziges Schwert verkauft habe? Möglich wäre es. So, machen wir nochmal den Bronzedolch. Uns fehlen Bronzebarren. Zumindest 3 können wir produzieren. Dolch. Ein Dolch. Bei der Bank. Zack. Ausrüsten. Und wenn wir jetzt auf Kampf gehen, haben wir den Dolch ausgerüstet. Sehr schön. Wir sollten wieder kochen. Achso, wir haben nicht genug Zutaten, wir haben keine Garnelen mehr. Was machen wir da? Wir haben keine Garnelen mehr. Ach, die muss ich natürlich jetzt auch wieder ausrüsten. Wir haben 4 Kartoffeln. Kann ich die auch kochen? Nö, Rindfleisch können wir machen. Ein Schmelzofen. Okay. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall unsere Garnelen. Wir können wir kämpfen wieder mal gegen die Pflanze. Sehr schön. Aber immer noch Level 1 nur. Und wir sind jetzt Stufe 2. Von 99 wohlgemerkt.
Da gibt's haufenweise Sachen. Können Lederhandschuhe herstellen. Wenn wir Leder haben. Drachenlederringe. Irgendwas. Also wir brauchen Ringe, da bräuchten wir Leder. Ich nehme mal an, dass ich Leder hier irgendwo bekomme. Friedhof eventuell. Kampfstufe 7. Wow. Federn. Von einer Kuh bekommen wir bis zu 6 Leder. Zeichen gefunden. Du hast ein unbekanntes Zeichen entdeckt. Siehst du dir auf der Beschwörungsseite an, um seine Geheimnisse zu lüften. Und wir haben die Geheimnisse des Goblin-Dieb-Zeichens gelüftet. Geh zur Beschwörungsseite, um die entsprechende Beschwörungstafel herzustellen. Du musst mindestens eine dieser Beschwörungstafeln herstellen, um dieses Zeichen weiter... Oh, hier gibt's Beute. Wir brauchen unbedingt Leder. Ach, verfehlt. Jawohl. Aber halt immer noch kein Leder. Ja, wir müssen dann wieder fischen, wieder kochen. Aber das ist irgendwie richtig befriedigend. Ah, und hier haben wir Beute zum Aufheben. Ah, sehr gut. Das heißt, das haben wir jetzt. Jetzt könnten wir Lederhandschuhe herstellen. Und wenn wir jetzt auf die Bank gehen, können wir Hände ausrüsten. Jetzt bräuchten wir nur noch hier überall eigentlich Sachen. Ja, es hilft nichts. Wir müssen noch ein paar Garnelen fischen und grillen, damit wir uns ein wenig heilen können. Was war das? Ein Seil oder? Ein Seil. Wir können auch hier Rindfleisch herstellen. Ich mache trotzdem mal hier die Oder ich mache nichts weg, sondern kaufe wieder einen zusätzlichen Bankplatz, beziehungsweise 5. Automatisches Essen, zusätzlicher Ausrüstungssatz, Ausrüstungswechsel, verließen mehrere Bäume, Kochen-Upgrade, 1, 2. Boah, da gibt's viele, viele Sachen. Dann kaufen wir uns eine Eisenangel und eine Eisenspitzhacke und eine Eisenaxt. Muss ich das jetzt auch noch ausrüsten? Nö. Pam 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 pam. Wir werden uns jetzt mal dem Rindfleisch widmen. So, jetzt haben wir hier mal alles Rindfleisch gebraten. Das heißt, wir können das jetzt... Oh, in der Bank auch noch ausrüsten. Ja.
Wunderbar. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.